Hello, my friends. We're back again on the moon. Und die roten und die grünen Tränke. Die rote und die grüne Pille läuft hier gerade an uns vorbei. Hallo, genau. Meine Freunde. Welcome back to Factorio. Factorio. Ja, der Zwiebelpeter steht hier gerade auf der Autobahn und richtig. Macht mal hier eben die Autobahn schneller. Genau. Ne, hier mit die roten Dinger, ne? Freie Fahrt für freie Bürger und so. Genau. Aber du hast ein paar vergessen. Ja, na, weil ich keine mehr habe. Mein Gott. Ja, mei. Ja, mei. Ja, supergeil. Worum kann ich mich denn jetzt nochmal kümmern? Weil der Zwiebelpeter macht hier natürlich schon super viel. Und, wie, can filter items can be connected to circuit network. Wir sind gerade am Erforschen das Electric Energy Distribution Teil. Da gucke ich mal, ob ich da nicht gegebenenfalls, wenn das durch ist, mal hier die ganze Stromversorgung neu baue. Okay. Jetzt haben wir, oh, du hast schon drei von den Dingern hintereinander geschaltet. Ja. Können wir die auch noch effizienter machen? Die Steam Engines? Nee, nicht wirklich. Nee, ne? Nee. Okay, wir können Steel Furnaces machen. Haben wir irgendwo noch etwas, was nicht Steel Furnace ist? Eine normale Furnace, aber ich baue jetzt gerade hier zumindest für unsere Metall. Ich habe jetzt mal kurz Ich habe jetzt mal kurz die Produktion von den Mauern unterbrochen. Da haben wir jetzt 108 drin. Das reicht kurz, aber ich brauche halt mal ein bisschen Bricks. Ein paar Bricks brauche ich. Und dann können wir nämlich hier zumindest schon mal die Öfen ein bisschen schneller machen. Genau, ich kann hier auch ich kann jetzt dann gleich die, Stone Bricks, scheiße. Ja, was genau, denn? Die Öfen wolltest du machen, ne? Genau, ja. Hier die beim Iron, okay. Ja. Ich habe jetzt natürlich die Stonewalls hier genommen, ich Idiotenpümmel. Aber die Stonewalls, dann gucke ich mal eben, ob ich noch mal was verstärken kann. Okay. Mit den Stonewalls, die ich habe. Ich könnte noch eine Dreiermauer hier drunter bauen bei den Stonewalls, wo es ein bisschen problematisch ist, oder? Wenn wir schon so viele haben. Ja, kannst du, aber ich glaube, eine Dreiermauer ist nicht so das Problem. Also es wird, glaube ich, dann schwieriger, wenn die halt anfangen, ich weiß nicht, wie es jetzt hier in diesem Vanilla ist, ob die dann sich auch so extrem mutieren, dass die dann irgendwann anfangen mit so Königen und Königinnen da durch die Gegend zu laufen, weil die können dann eben auch über Mauern hinweg, aber das ist noch ein bisschen in Entfernung, hoffe ich. Okay, wir haben aber hier jetzt auch unten nochmal ein Ironfeld. Das werde ich jetzt nochmal hier unten nach oben leiten. Okay. Und da werde ich aber noch ein bisschen Iron für abspacken müssen, damit ich noch ein paar Sachen kriege. Ich mache da unten auch noch zwei Mining Drills. Dass der die Felder auch noch wegnimmt, dass wir zumindest vom Iron schon mal sehr, sehr viel haben, weil wir brauchen da, glaube ich, auch sehr viel von. Wir brauchen da einiges von. Aber ich würde jetzt echt gerne mal wissen, wo man hier denn jetzt in diesem ganzen Wust die Drills nochmal aufbauen kann. Weil wir haben ja jetzt hier bloß die ganz normalen Drills. Obwohl, da kann man auch Speed-Module reinhauen. Okay. Steelplate und Stone Brick. Aber die Steelplates, baust du die gerade schon irgendwo? Ich baue hier oben, genau. Hier, gucke ich. Ah, da hinten. Okay. Genau, da. Aber jetzt kommen die Öfen. Die Drills kommen mit den Öfen nicht hinterher. Okay, 10 Stone Bricks. Das ist ja lächerlich, ey. Ach, ist das doof. Da kann ich hier oben nämlich noch ein Steel Furnace machen. 2 Steel Plates brauche ich auch noch. Muss nochmal eben hier oben hin. Und dann nochmal, 4 von 8. Alter, mach voran. Ah, okay, du hast jetzt, okay. Warten,
auch noch 2 Steel Furnace. Ich habe noch 51 Steel in der Tasche, warte. Ja, nee, ich nehme mir das hier raus, was ich brauche. Kannst du da nehmen. Hier. Da. Ah, super. Dann kann ich nämlich hier 2 Steel Furnace bauen. Dann brauche ich Poles habe ich. Ich brauche Chests. Ich brauche die Dinger. Okay, ich kann mir davon erstmal was bauen. Deswegen baue ich erstmal eine Leitung von hier unten hoch. Wir haben ja hier unten auch noch ein Feld. Okay. Oder 2 Felder. Aber wir hätten ja hier oben auch noch so ein Krümel an der Ecke, ne? Ja, hast aber du? Hier unten habe ich direkt, kann ich direkt 2 setzen. Okay, cool. Deswegen mache ich das mal und baue die 2 einmal direkt hier ab. Pass auf. Der. Oh. Warte mal, der. Dann. Der. Okay, super. Dann führen die erstmal auf eine. Die können erstmal auf eine Chest rausführen. Okay, die führen erstmal auf eine Chest raus. Der auch. Der auch. So, dann haben wir die. Jetzt muss man eben gucken hier, die Inserter. Dann kann der nämlich einmal hier rausführen. Der führt hier raus. Der führt hier raus. Okay, super. Dann führt der hier hoch. Und ach, Mistikack. Mistikack? Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt noch Holz für ein paar Poles. Ja, sehr schön. Okay, dann führt der hier hoch. Okay, super. Ich habe jetzt nochmal 2 Labore gebaut. Ja. Ja. Dass es mit der Forschung ein bisschen zügiger geht. Okay, dann kann der jetzt erstmal hier ran. Jetzt brauche ich erstmal Strom hier für die ganze Scheiße. Ah, hier kann ich ja von hier runterführen. Oder soll ich nochmal 2 Labore bauen? Ich meine, schadet ja nichts, wa? Eigentlich. Kann man ja machen, ne? So. Dann geht die Forschung ein bisschen schneller. Halt mal, warte. Der. Der. Und oh, weia, jetzt haben wir hier oben echt ein Eisenproblem. Scheiße. Der. Okay, alles ist am Laufen. Sehr gut. Es kommt jetzt erstmal alles Eisen hier an. Perfekt. Alles Eisen kommt hier ran und wird jetzt in einen Electric Furnace geleitet. Electric haben wir leider noch nicht. Das ist ein Problem.
Steel Furnace hast du. Steel Furnace, genau. Wird okay. Jetzt hier reingeleitet. Geht der direkt da rein oder was? Nee, muss erst ein. Muss ein Dings rein. Kommt der Fast Inserter? Nee, halt. Das ist der falsche. Da kommt jetzt der Inserter rein. Und der kommt dann von da nach da. So. So, der braucht auch noch Strom, der Gute, ne? Der braucht Fuel. Der Steel Furnace braucht, der braucht auch Kohle, ne? Ja. Richtig. Da muss ich nochmal eben ein bisschen Kohle ableiten. Oh fuck, die Sachen. Oh, damn. Oh, oh. Ich brauche nochmal eben Zeug hier. We have a problem. Was denn? Unser Zeug kriegt nicht genügend Energie. Okay. Die Labore zum Beispiel, die schwanken total. Okay. Obwohl die Ärmchen haben genug. Ja, ich greife hier gerade ein bisschen Drills, mal ab, ne? Mal. Ah, okay, die Drills, die brauchen natürlich auch extrem viel. Okay, das heißt, ich muss hier oben Dings bauen. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Damn. Wir brauchen hier oben nochmal zwei Boiler. Und eine Pumpe. Okay, und ich brauche hier jetzt noch ein Ärmchen. Und dann einmal den... Oh, Alter, ey. Halt die Fresse. Ah. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Okay, hier muss jetzt noch Strom hin. Warte. Also, der liegt schon mal rein. Das ist gut. Und jetzt braucht der noch Kohle. Warte mal, ich muss dir mal eben Kohle abholen. So, jetzt müssen wir nämlich hier... Okay, haben wir hier jetzt schon mal wieder ein bisschen Kohle am Start. Können wir den mal eben entfüttern. Super. Ach, das ist ja geil. Dann macht der noch mal bitte einen Inserter. In eine Kiste. Ach, so ein Scheiß. Super. Und dann geht die ganze Chose nämlich dann nochmal hier hoch gleich. Ich brauche jetzt natürlich noch wesentlich mehr. Oh, wow. Also jetzt Iron Plates ist wenig, ne? Ja, ja, die sind leider wenig, aber da kümmere ich mich gerade drum. Achso, mit F wäre besser. So. Da bin ich auf dem Weg. Weil Iron Plates brauche ich jetzt ohne Ende gleich. Aber schnatz mir die mal bitte jetzt nicht gleich alle weg. Nee, nee, ich mache jetzt erstmal gar nichts. Ich warte erstmal kurz, bis du dementsprechend hier die Forschung oder beziehungsweise das Ding hier angepasst hast. Jupp. Weil sonst würde ich dir jetzt die ganze Scheiße wegschnatzen. So, ich... Bla, Material Processing. So, da hauen wir nämlich jetzt mal Electric Furnaces rein. Obwohl wir ja eigentlich noch... Warum ist es unavailable? Ah, okay, dann muss ich erst Advanced Electronics. Okay, dann müssen wir erst Advanced Electronics entwickeln. So. Ich habe den Timer nicht gestartet. Geil, oder? Ja, ist wie immer. Cool. Mein Gott. Mega. Das ist ansteckend von Brilli. Ich sage es euch. Dabei denke ich vor jeder Aufnahme, Digga, stell den Timer. Ja, und was ist? Timer nicht gestellt. Ach, ey, warte mal, Iron Stick. Iron Stick? Wie mache ich denn Iron Stick? Einfach nur Eisen ins Gepäck nehmen.
Also sprich, genau, Eisenplatten und dann kannst du es damit schon machen. Da. Eisenplatten? Jo. Ach so, ich habe hier nur Iron, ne? Nee, du brauchst schon die Platten. Ja, ja. Ja, okay, gut. Och, hör auf, jetzt brauche ich nur einen, ja. Krieg ich ein Kind, ey. Da. Krieg ein Kind. Okay, den einen hast du da hinten raus. Oh, der hat keinen Dings mehr, der hat kein Fuel mehr. Dem gebe ich dann nochmal was. Okay. Nehme ich mir nochmal ein bisschen Kohle weg. Kohle kommt ja genug ran. Kohle kommt genug ran, ja. Ja. Kohle kommt genug. Sehr gut. Da ist 50 drin, da ist 50 drin. Hier ist noch was drin. Okay, die sind erstmal hier befeuert. Hier oben die könnten wir eigentlich auch noch mal mit... Ich habe da jetzt 49 Kohle reingepackt überall, aber die könnten wir eigentlich auch noch hier mit dem Dings befeuern, ne? Hm? Dings? Ja, bis wohin die Kohle geht. Ach so, ja. Naja, obwohl, du weißt gar nicht mehr, ob wir so viel Kohlebänder noch legen müssen zu irgendwelchen Geräten da oben, weil... Ja, ich weiß. Nicht mehr lange und dann haben wir wirklich die Forschung hier, die Sachen für die elektronischen Öfen und so, die elektrischen Öfen meine ich. Ja, das ist richtig. Ich glaube, das brauche ich dann noch gar nicht mehr. Aber ich lasse es jetzt einfach mal hier hinlaufen. Kann er ja mal nochmal gucken. Genau. Ich muss auch, oh wow, der hat 4 Labs gebaut, ey, Alter. Ja. Ist ja deines Wahnsinns. Ist er. Hier hinten läuft natürlich auch hier schon auf Hochtouren 153 Iron Plates. Die nehme ich mir mal kurz raus, damit ich dann meine Fast Transport Belts bauen kann gleich. Ja. Boah, Alter, halt die Fresse, ey. Halt die Fresse! Alter! So, jetzt komme ich hier. Ja, komm, da braucht kein Mensch mehr was machen. Dran. So. Aber ich kann eigentlich auch hier den... Warte mal, ich kann eigentlich auch den Fast Inserts Dingsbums da reinhauen. Geht dann nämlich ein bisschen schneller. Haben die da hinten noch Munition, sag mal? Ja, wir müssten eigentlich noch überall Munition haben. Okay, weil da hinten anscheinend aber nicht mehr. Echt nicht? Naja, What? Aber sonst... Naja, du hörst immer dieses Wee, 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 nur wenn dauerhaft ein Gebäude angegriffen wird. Okay. Warte mal eben, ich geh mal eben gucken, Moment. Na, ich bin schon auf dem Weg auch. Aber wir sind wahrscheinlich jetzt beide dann zeitgleich da. Ah, das ist ja scheiße, ey. Ja, die haben keine Muni mehr und die Viecher fressen sich ja ordentlich durch. Oh, fuck. What the fuck, Alter. What the fuck. Okay. Hast du alle? Ja. Okay, ich kann hier noch ein bisschen reparieren. Okay, und ich kann auch noch ein paar neue Mauern bauen. Ich habe aber leider okay. Kein Zeug mehr bei für Muni, also überhaupt nicht. Ja, ist nicht schlimm. Ich habe, glaube ich, neun. Warte mal eben, ich mach mal. Ja, warte mal, ich nehme mal hier aus dem die Hälfte raus und pack die schon mal da rein. Da sind dann haben wir da wenigstens, genau. Ja, und hier habe ich auch noch was für. Okay, also gut, ich muss neue Muni machen, okay. Ja, wir brauchen eine Fabrik dafür. Das ist nicht anders. Ja, wir absolut. Können nicht immer manuell alles machen. Ja. Das ist kacke. Da oben ist noch nichts gewesen, ne? Ne, da oben ist noch alles ruhig. Ja. Ja, wir brauchen eine Fabrik dafür. Was wäre denn... Warte mal, was brauchen wir denn für die Muni? Für die Muni brauchen wir 2 Iron Plates. Bleib doch stehen.
Für die Muni brauchen wir jetzt nur 2 Iron Plates. Das heißt, ich könnte doch hier eigentlich unser Iron Ding weiterführen. Rüber. Um die Muni zu machen. Und können wir die dann automatisch den Dingern zuführen? Ja, müssten wir halt einfach nur Bells rüberbauen. Das geht schon. Ja. Mhm. Okay, dann werde ich das nämlich mal ausprobieren. Munition brauchen wir einfach nur Iron Plates. Zumindest ja, genau. Für diese Munition. Genau. Ich baue aber allerdings erstmal hier unten nochmal kurz einmal rauf. Ja. Die Schose für die Ah, ne, halt. Genau. Die Schose. Da war es schon wieder um ihn geschehen. Super. Ey, ist doch krass, oder? Ne, das ist der Long Inserter. Den will ich nicht. Ich will den Inserter. Na ja, doch, ich muss noch den hier reinbauen. Okay, der muss auch noch Strom haben. Stromski. Na, fuck. So. Okay. Also der ist fertig. Da kommt jetzt die Scheiße an. Mhm. Dann brauche ich allerdings jetzt mehr von den Fast Transport Belts. Okay. Ich brauche mehr. Ich kann eigentlich mal hier bleiben. Ich kann es ja hier abholen. Ich lasse es erstmal hier hochlaufen. Mhm. Ich habe ja hier meine 3 Produktionsstätten. Der liegt ja jetzt schön fleißig hier drauf. Okay, super. Eigentlich müsste hier auch so ein Fast Transport drauf. Warte mal. Genau. Geht da ein bisschen schneller. Und hier müsste auch noch einer hin. Geht das auch noch ein bisschen schneller. Was? Vollidiot. So. Schwupps. Und dann kann ich jetzt nämlich schon mal wieder welche machen. Und hier kommt die Scheiße auch schon schneller an. Sehr gut. Oh yeah, Baby. Oh yeah, gib ihm, Baby. Oh yeah. Jetzt geht's los, gib ihm. Oh yeah. That's awesome. Awesome. It's awesome, Baby. Okay, die Builds. Dann kommen wir jetzt. Gear 5. Hm. Okay, da war es schon wieder um ihn geschehen. Unglaublich, was denn? Ey. Wie schnell das geht, ey. Ach so, ja. Da hast du recht. Die, ups. Punk. Genau, Punk. Okay, sie kommen aber alle schon mal hierhin an. Das ist sehr gut. Ah, sehr cool. Sehr cool, sehr cool. So, Forschung, zieh! Ja, das wird jetzt. Oh, oh, oh. Das wird ein bisschen dauern, ey. Das wird ein bisschen dauern, bis ich die alle hier habe. Och, Madame nimmt auch gleich die roten Bells, ja? Ja, ja, klar. Aber guck mal, was da hier schon ankommt, ey. Hä? Ja, das ist geil. Ist cool, oder? Wasser, eine ganze Menge, ja. Mhm. Und ich glaube, ich kann sogar noch in.
kann sogar noch in ein paar von denen investieren, indem ich einfach mal, ah, jetzt hat er mir alles weggeklaut, ach, der ist scheiße. Naja. Naja, sagt er. Naja, sagt er. Nee, warte mal, ich... Ja. Ich habe hier, warum habe ich denn eigentlich noch so viel? Ich hab noch so viel Iron Ore irgendwie in der Tasche gehabt. Ach so, hier die 28 Strommasten brauchen wir erstmal gar nicht mehr, ne? Wir können jetzt ja hier die Medium Electric Poles machen. Stimmt. Soll ich da mal ein paar von machen? Ich kann 20 davon machen oder Big Electric Poles. Wire Reach 30, Supply Area 44, Max Health 150. Kann ich 8 von machen. Aber ist halt nicht so wesentlich viel, ne? Warte mal. Big Electric? Hä? Naja, Medium Electric und Big Electric können wir machen. Naja, aber guck mal. Supply Area 5x5 machen die, die wir jetzt haben. Mhm. Der Medium macht 7x7 und der Big macht 4x4. Was? Hä? Ja, dann machen wir doch den Medium. Nee, aber Wire Reach ist 30. Dann bau mal eine Mischung aus beidem. Diese Bigs sind so ein bisschen die Überlandkabel, also die Überlandmasten. Und die, weil die haben nämlich eine Wire Reach von 30 und die anderen von 9. Und mit den 9ern kann man dann eben so verteilen auf die einzelnen Stations. Also wenn du welche baust, dann bau mal ruhig ein paar von den Big und auch von den Medium. Ja, eine Mischung aus Big und Medium, ne? Genau. Ja, müssen wir erst noch ein bisschen mehr Zeug sammeln. Ja. Jetzt geht's ja erstmal so. Aber ich muss hier wirklich mal ein bisschen von den Platten wegschnatzen. Ey! Ja, tut mir leid. Er tut mir echt richtig leid. Ja, ich weiß. Deswegen klaue ich dir jetzt Copper hier. Hinten, ey. Copper kannst du, Copacabana, verstehst du? Copacabana, verstehst du? Hier, Copper hat auch kein Ding mehr. Oh man, da hinten dackern sie schon wieder rum, ne? Ja, sollen sie mal. Oh, fuck. Ja, ja. Wir haben keine Muni mehr. Richtig. Ups. Ey, ich hab die doch aufgeladen, die Wichser. Ja, ja, aber so. Ja. Da kauen die sich hier durch, die Penner, oder wie? Furk. Hier kommt nicht genug, es kommt nicht von oben genug Dings an. Dings? Ja, Iron Plates, dass wir uns da mal was von wegnehmen können. Ja, und das kommt aber hoffentlich jetzt, weil jetzt können wir nämlich den Ofen bauen. Was ist die nächste Research, hast du gesagt? Weiß ich noch nicht. Warte mal, jetzt müssen wir hier erstmal kurz die Mauer wieder aufbauen, ansonsten haben wir hier nämlich ein Problem. Steine? Nee. Warte mal, Mauer. Hast du Steine dabei? Mauer? Also, ja, ich habe Steine dabei. Cool. 58. Sehr schön, sehr schön. Aber wo ist denn die Mauer kaputt? Na, ganz hinten in der Ecke wieder. Also. Oh fuck, jetzt brauchen wir die Advanced Circuits. Ach stimmt, da war ja was. Oh. So, okay, jetzt weiß ich, was wir forschen müssen. Okay. Ich brauche neue Muni. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wo ich es finde. Ach, hier. Ach, das haben wir schon erforscht. Sehr schön. Kacke. Und jetzt brauchen wir Plastikbars. Hier fehlt noch was. Was fehlt denn? Hier fehlt noch einer. Ein Electronic Mining Drill fehlt hier noch. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wie wir Plastik herkriegen. So, hier fehlt noch einer. Den mache ich gerade. Jo. Einer muss hier noch hin. So. Und der kriegt einen Ofen direkt dran. Wie macht man Plastikbars?
Und der kriegt auch direkt Zeug drin. Und dann kriegt er auch direkt einen kleinen Muppel dabei. Und eine kleine Kiste. Habe ich noch eine Kiste? Kiste, Kiste, Kiste. Kann ich einmal die Kiste mit reinbauen. Und ich brauche noch ein... Ach hier, Plastics. Da ist es ja. Da. Ah, okay. Also wir müssen zuerst Oil Processing erforschen, bevor wir auf Plastik gehen können. Also mache ich mal Oil Processing. Mhm. Okay, dann kann der noch... Nee, Furg. Was? Ach, halt. Nee, halt, 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 halt. Da muss der Long Inserter da rein. Bam. Nein! Falsche Richtung. Hä, wieso kommen jetzt hier Stahlplatten an? Nee. Ja, ja, das war ein Fehler von mir. Nee, das ist ein Fehler von mir. Okidok. Haben wir hier unten keine Muni mehr? Warte mal. So, natürlich nicht. Kleinen hier drauf. Die Kiste einmal hier hin. Und dann den Long Inserter hier rein. Geht das? Ja. Okay, super. Super, da kommt jetzt schon mal wieder ein bisschen mehr Zeug rein. Ja, siehst du, jetzt, jetzt haben nämlich auch die Drills wieder ein bisschen mehr Power. Das heißt, die liefern etwas durchgängiger und nicht mehr so ganz stockend die Energie. Ja. Das merkt man auch gleich wieder hier oben an der Ausbeute unserer Platten. Mache ich mal hier gerade den. Die langen. Die langen? Ja, die Fast Inserter mache ich jetzt nochmal. Okay. Tausche die jetzt nochmal aus. Hey, wir müssen was mit der Munition machen, das geht so gar nicht. Okay, das geht jetzt hier schon mal schneller. Hier hinten kommt jetzt schon mal ein bisschen mehr ran. Okay, super. Mit der Munition müssen wir was machen, ne? Aber dringend, ey. Die fressen uns hier hinten alles weg. Okay, lass mich kurz mal was gucken. Hier hinten kommt natürlich jetzt mehr Dings wieder an. Das ist super. Hast du noch Steine irgendwie im Gepäck? Steine 5. Stonebricks meinst du, ne? Ja, ich meine halt Walls, meine ich eher. Walls habe ich schon noch wieder 58. Kannst du die Löcher wieder stopfen, weil die sind fast durchgefressen hier? Ja, kann ich. Ich komm. Danke. Okay. Okay, so. Oh. Okay, jetzt müssen wir aber echt gucken nach der Munition, ne? Ja. Wie wir die vor allen Dingen auch irgendwie gedingst kriegen mit der Assembling Machine. Automatisiert kriegen.
So, Oil Processing. Dann hauen wir gleich Plastik hinterher. Wie kann ich das denn jetzt am besten mal machen? Wenn ich das hier noch ein bisschen abzweige. Und ich mache noch eine Assembling Machine. Kann ich da die Muni drin machen? In der Assembling Machine? Ja, klar. Da brauchst ja, ne? Du brauchst nur Plastik. Du brauchst nur Eisenplatten dafür. Mehr nicht. Ja, ich brauche nur eine normale Assembling Machine, ne? Das reicht eine ganz normale. Wir können ja die eh noch nicht beschleunigen, leider. Okay, dann mache ich das mal eben hier. Und dann führe ich die mal kurz hier weiter. Mit dem normalen Ding. Okay, dann einmal mit dem normalen Teil da rein. Dann brauche ich noch ein paar BIM. Nein. So. Munition. Okay, wird gemacht. Munition wird gemacht. Und jetzt muss ich natürlich weiterleiten an die Dinger da hinten, ne? Ja. Da sollten wir aber vielleicht erstmal wirklich normale Bells nehmen und nicht unbedingt die roten. Ja, ja, ich habe hier auch nur die normalen gemacht. Aber hier unten kommen ja auch noch Bells hoch. Ja. Ich habe ja hier unten auch noch was in der Pipeline. Ich farm hier nochmal eben was ab. Und kann jetzt erst nochmal die normalen Transport Pelts machen. Bis er hier unten einmal aufgelaufen ist wieder. Ich glaube, wir sollten die Folge jetzt mal beenden, weil... Wie spät haben wir das? Ja, ich hab ja den Timer so spät erst gestartet und jetzt sind wir schon bei 24 Minuten. Oh. Ja. Das ist Spiel des Wahnsinn, Leute. Zeitkiller ja. Nummer 1. Ja, Zeitkiller Nummer 1. War ich oder war du? Warst du? Warst du, war ich? Ich war du? Du hast der Esel du, und so? Du, ich. Okay. Na dann. Jo. Dann würde ich sagen, hallo liebe Leute, ich habe hier mal das Transportpelz gelegt schon mal. Alter, das gibt's nicht, ey. Das ist echt unglaublich. Das ist, glaube ich, einer zu früh weg, ne? Naja, das könnte jetzt auch ein bisschen gefährlich werden. Ja. Warum? Da kommt jetzt Munition an. Na, weil der halt eine ganze Menge braucht sozusagen. Sollten wir vielleicht vorher mit dem Splitter arbeiten oder so. Ja, aber wir brauchen ja da hinten auch eine ganze Menge Munition. Ja, naja gut, der ballert jetzt halt hier ein bisschen weg. Aber müssen wir mal gucken, wenn der voll ist, dann ist voll. Also von daher. Ja, genau. Da hinten stoppt es jetzt ja erstmal, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich es da weiterführen will. Damit er halt die Turrets füttern kann. Aber ja, wir testen halt, ja, Leute. Wie gesagt, lasst uns bitte Tipps hier. Genau. Sagt uns bitte, ey, macht das nicht oder macht es so oder das könnt ihr besser so machen. Oder lasst seid ihr uns, blöde, so könnt ihr das blöd, nicht machen. Seid ihr blöd oder was? Genau. Lasst uns Tipps da und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier in Factorio, während Zwiebel Peter und ich unsere wissenschaftlichen... guck mal, er baut da hinten schon. Ja, guck mal, er switcht. Oh, guck mal. Er macht schon, er tut schon. Tut er? Tut er splitten tun? Ja, aber ich glaube, du hast einen zu weit gesplittet. Oder einen zu spät gesplittet, ne? Wieso? Muss da nicht noch ein Greifarm dazwischen? Hä? Hey? Nö. Gleich? Ja, jetzt hier um die Ecke muss ich ja. Und dann kommen da die Greifarme. Ja, aber passt da noch ein Greifarm zwischen?
Ja, Tatsache. Passt noch einer zwischen. Gucke an. Strom müssen wir herlegen, siehst du? Ja, genau. Aber so passt das nicht. Ich muss hier noch einen tiefer gehen. Weil von hier geht das nicht. Wie? Hä? Na so. Würde das nicht passen. Ach so. Genau. Okay. Das heißt, du meinst, du musst hier, noch einen... Noch weiter runter gehen. So und dann so. Genau. Und dann ist... Ja, ich habe keine Dinger mehr. Ich habe noch zwei Stück. Du hast noch zwei Stück, okay. Ne, doch, ich habe doch noch mehr. Wo kommen die denn alle her? Ach, ja, aus dem Inventar. Ho. Okay, ho, ho. Fast fertig. Fast. Ja, ihr Lieben, ihr seht schon, das ist hier echt ein, Mysterium für sich, ne? Was wir das hier machen, so ey, das ist echt der Oberhammer. Crazy. Müssen wir wirklich mal sagen, das ist echt crazy. Hier unten kann ich nochmal abgreifen. Das ist echt der Kracher. Was da unten auch noch an Dings ankommt, da kann ich nochmal Munition machen, beziehungsweise nochmal anderen Schüsseln mitmachen. kann da jetzt nochmal die nächsten 10 Fastbells mitmachen. Und so weiter und so fort. Super cool. Also, lieber Zwiebelpeter, bis ja. Die Tage, ja? Genau. Liebe Leute, haut rein. Billy, bis zum nächsten Mal. Ja. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Juhu. Tschüss. Tschüss.